Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wenn dir das Video heute gefällt, dann lass einen Daumen nach oben da. Vergiss kein Abo dazulassen, das würde mich unterstützen. Und schau auch auf Facebook und auf Instagram vorbei. Dort bin ich auch aktiv. Und jetzt viel Spaß beim Video. Damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der SC Freiburg Karriere. Es geht in die Veltins-Arena nach Gelsenkirchen und hier ist das Stadion komplett eingenebelt und wir sind zu Gast. Wir wollen beim Tabellenvorletzten gewinnen, um die Europa League bzw. Champions League Plätze nicht zu verlassen. Und nicht im Auge zu verlieren. Wir haben in der letzten Folge souverän die Hannoveraner mit 5:0 aus dem Stadion gekickt in dem Achtelfinale der Pokalrunde des DFB-Pokals. Hier sind wir im Bild. Wir wollen diese Partie gewinnen. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Und checkt die Links in der Videobeschreibung ab. Außerdem schaut später auch noch das große Finale zwischen Italien und Frankreich an. Das würde mich freuen. Das kommt um 21 Uhr dann. Und hier die Aufstellung des FC Schalke 04, auch die ist wie in der Milan-Karriere nicht zu sehen. Ich weiß nicht, was gerade mit dem Spiel abgeht. Auf jeden Fall, der FC Schalke spielt so undefined natürlich. Leider kann ich nicht auf die Aufstellung der Schalker eingehen. Hier die Aufstellung von Freiburg. Wir werden mit Franz natürlich wieder spielen. Chong Wo Jong ist wieder da. Und nach vorne, natürlich da vorne, ist Waldschmidt und Petersen, die eine fantastische Runde spielen. Und damit geht's los. Wir in den weißen Trikots von rechts nach links und der FC Schalke in den blauen von links nach rechts mit Diaz. Di Marco kann sich nicht den Ball erobern. Und hier jetzt der Foul, jawohl, das war ein Foul. Das muss eigentlich die gelbe Karte nach sich ziehen, aber der Schiedsrichter lässt es durchgehen. Burgstaller, Caligiuri und Uth, Diaz, das nächste Foul. Und die nächste Parade von Nübel. Da ist die gelbe Karte für Chong Woyong, also Freiburg ist auf jeden Fall schon mal gehörig unter Druck hier und fasst die Führung hier durch. Ich weiß es nicht, was war und was ist mit unseren Jungs heute los hier nach dem 5:0 gegen Hannover. Ganz stark von Borello, der auch wieder eine Chance bekommt anstelle von Schmid. Und wir kommen hier überhaupt gar nicht in die Partie. Ich weiß nicht, was los ist gerade, aber irgendwie kommen wir gar nicht in die Partie so richtig. Viele Fehlpässe, viele Fouls hier auf Schalke. Und das ist das Problem. Gegen die starken Mannschaft läuft es einfach und gegen die, wo unten sind, läuft es nicht. Und da ist das 1:0 gefallen, das 1:1. Estinali ist der Torschütze. Und bei uns fällt auch das 1:0. Natürlich ist es Gianluca Waldschmidt, der Torschütze. 1:0 für den SC Freiburg. Ganz stark auf jeden Fall steht es bei Leverkusen gegen Mainz 1:1. Das habe ich so eingestellt, damit es interessanter wird und damit man auch weiß, wie viel es bei den anderen steht. Jetzt auf jeden Fall erstmal die Führung hier durch Gianluca Waldschmidt. Sein 17. Treffer, bei ihm läuft es auf jeden Fall.
Gut. Ein Angriff haben wir gebraucht und der Ball war direkt im Tor. Wie wird die Antwort der Schalker? Sei mal Tondo, kein Foul. Auf jeden Fall ist es auch das letzte Spiel vor der Transferphase. In der nächsten Folge gibt es dann eine Transferfolge. Jeder Foul, das Foul, beziehungsweise und Genisch ist ein Tor. Da wir ja Nübel haben. Nübel trifft auch gleichzeitig auf seinen Ex-Club und Freistoß für Schalke. Caliguri. Und das 1:0 für Leipzig gegen den FCA Roga ist der Torschütze. Und es gibt den Abstoß. Nübel. Die Marco. Koch. Und Jong Wo-Yong findet den Ball an Fernandes. Matondo. Eine halbe Stunde ist hier vorbei. Es steht 1:0 für uns. Aber da ist nicht der Ausgleich. Es hat aber fast danach ausgesehen. Jetzt. Ballbesitz hat auch der FC Schalke 04 mehr. Jetzt Waldschmidt. Waldschmidt. Und was für ein Treffer, 2:0. Nach 36 Minuten steht es hier 2:0. Also es geht weiter hier, diese Positiv-Sache. Kein Spiel. Das letzte Spiel haben wir gegen den Eintracht Frankfurt verloren. Und 1:1 in Berlin gespielt, das war das letzte Spiel, was nicht so gut gelaufen ist, gegen Hertha BSC Berlin, in Berlin damals. Dann kam ja die Partie gegen Hannover im DFB-Pokal und heute wieder ist der Bundesliga-Alltag eingekehrt. 2:0 für wir und wir sind auf einem guten Weg, uns wieder Platz 5 zurückzuholen, aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Gut. Da ist der Ausgleich durch den FCA Kayubi, der ja beim FCA nicht so gut gespielt hat und der jetzt praktisch weg ist. Franz. Ganz stark 3:0. Und ist diesmal dieses Petersen zur Pause. Führt der SC Freiburg ganz klar beim Tabellenvorletzten mit 3:0. Also sie spielen eine Hinrunde, das ist nicht normal. So eine starke Hinrunde hier, auf jeden Fall. Und Fernandes. Gut. Jetzt ist dann gleich Pause hier in Gelsenkirchen. Matondo. Halbzeit hier in Gelsenkirchen, der FC Schalke 04 liegt mit 3:0 hinten gegen uns, gegen den SC Freiburg. Wir spielen es ganz, ganz klasse. Hier die Zwischenstände, da könnt ihr kurz auf Pause schalten. Leipzig führt gegen den FCA 2:1 und damit geht's weiter. Ab geht's in die zweite Halbzeit hier in Schalke, hier in Gelsenkirchen. Jetzt kommt wieder der SC Freiburg, bei denen läuft es einfach geschnürt in dieser Saison. Und es gibt Abstoß. Wir spielen dann als erstes in der Rückrunde gegen Mainz 05. Das allerdings dann in 2 Wochen. Denn nächste Woche kommt eine Transferfolge. Ich will ein paar Spieler verpflichten. Wir haben noch 7,5 an Transferbudget. Und da ist Petersen mit dem 4:0. Also, was wir mit Wolfsburg, mit Hannover und mit Co. machen, das ist auch hier der Fall wieder gegen den FC Schalke 04, ganz klar. Wir spielen das wie ein Rekordmeister, wie ein Meister aus. Petersen 2 Tore und Waldschmidt 3 gleich. Das ist einfach der absolute Wahnsinn hier. Matondo verliert den Ball an Jong Wo-Yong Gondorf. Das ist der beste Sturm, was ich jemals in meiner Karriere
gehabt habe. Und Dortmund geht in Führung durch das Tor von Jadon Sancho gegen Hoffenheim. Das ist auch wichtig, wenn Hoffenheim hier verliert an diesem Spieltag. Harit. Und es geht weiter. Gondorf. Franz. Das nächste Spiel ist dann gegen Leverkusen für Schalke. Leverkusen konnten wir auch ganz klar besiegen. Gegen uns hat einfach zurzeit keiner eine Chance. Dortmund war die einzige Mannschaft, die uns geschlagen hat. Und hier sieht man es. Das nächste Spiel ist gegen Mainz. Dann in der Opel Arena. Mal sehen, was da zu reißen gibt. Ganz starker Ball auf Grifo. Grifo auf dem Weg zum 5:0 hier. Das ist der absolute Wahnsinn hier in Gelsenkirchen. 5:0. Es wird wieder ein Torfestival. Vincenzo Grifo mit seinem 4. Bundesliga-Treffer. Ganz klasse. Was wir mit diesen Mannschaften machen, das ist abnormal. Ich hoffe, es geht so weiter. Leverkusen geht währenddessen in Führung mit 3:1. Gondorf. Starker Ball auf Chong Woyong. Der sieht Wahl Petersen 6:0. Jede Chance ist ein Treffer hier. Eine Gala-Vorstellung auf Gelsenkirchen. Erst in der Milan-Karriere dieses 5:1 und jetzt dieses 6:0 beim FC Schalke 04. Es läuft hier in dieser Karriere, hier auf diesem Kanal bei mir. Franz. Und es ist noch genügend Zeit, es zu erhöhen. Frankfurt geht jetzt mit 13:0 in Führung in Paderborn. Franz. Gondorf. Abseits. Ja, das war abseits, leider. Nach 78 Minuten führen wir mit 6:0. Und Schalke wechselt aus. Waldschmidt. Borello. Caliguri. Sané, Salif Sané. Fernandes. Und 1:1, Lewandowski gleicht aus gegen den VfL Wolfsburg. Da mal ein Schuss für Gelsen, Getzen. Nübel. Das war vielleicht eine Traumrückkehr in die alte Wirkungsstätte. Ganz stark von Koch, er setzt aber nicht nach, er bleibt dran. Ganz stark. Jong Woyong. Foul, Freischuss für uns. Und damit ist Schluss in Gelsenkirchen. Wir gewinnen die Partie mit 6:0 durch eine schöne Gala-Vorstellung von Petersen und von Waldschmidt. Dieser Sturm ist einfach richtig geil, richtig gut. Wir werden natürlich wieder das Interview überspringen und schauen auf die anderen Plätze. 4:1 gewinnt Leverkusen gegen Mainz, 2:1 besiegt Bayern Wolfsburg, Gladbach gewinnt 1:0, Frankfurt 3:0. Leipzig gewinnt 3:2 gegen den FCA und wir werden jetzt nochmal eine Trainingseinheit machen,
und nach der Rückrunde ist es eine positive Entwicklung in dieser Mannschaft entstanden und sind zu Recht auf den 6. Tabellenplatz, nee, auf Platz 5 nach 17 Spielen. Wenn es so weitergeht, schaut es gut aus mit der nächsten Leistung. Es geht dann gegen den 1. FSV Mainz 05, allerdings dann erst in 2 Wochen. Denn nächste Woche kommt dann eine Transferfolge. Da werde ich noch ein paar Spieler und mir holen. Schwollo, danke fürs Zuhören und für die Spielzeit. Ich bin jetzt viel glücklicher. Bleib auf dem Teppich. Du machst das schon ganz gut, aber bleib auf dem Teppich. Um dir einen Platz im Team zu verdienen, musst du hart arbeiten. In der Tat, ich werde jetzt nochmal eine Spielentwicklung machen und dann den Part auch beenden. Es geht dann erst weiter dann, vielleicht in der nächsten Folge sogar, aber ich glaube eher in der übernächsten Folge. Genau. Gegen Mainz geht es dann und vielleicht gegen Paderborn, so wie gegen Köln. Ich bin raus, macht es gut und ciao. Like dieses Video, abonniert diesen Kanal und schaltet auch später ein in dem Finale zwischen Italien und Frankreich. Ciao und bis morgen in der Cosenza-Karriere.